Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von World of Park 2. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und machen gerade das mit Delos. Und gehen woanders hin. Nur da ist, könnte der Bullmob zu weich sein. Was ist denn hier bitte los? Wie viel Wasser erstellt das Teil? Gut, welche Tiere wollte ich jetzt noch haben? Irgendwelche Warane wollte ich noch haben, oder? Riesenpandas, frage ich dir mal Riesenpandas hier ran. Das sind die teuersten Tiere hier, oder? Ja, mit die teuersten. Die teuersten sogar, die ganz teuersten. Gut, kann ich mir noch nicht leisten. Daher Säbelzahntiger kann ich mir auch noch nicht leisten. Komodo-Varane. Dann nehme ich hier das Nekrokodil rein. Schafrohes Fleisch und Fisch kann ich dann auch noch gleich hier rein tun. Oh Gott, es wird überfüllt, Leute. Erstmal ganz kurz. Pack ich mal hier drüben noch ein paar Sachen hin. Damit es sich wenigstens ein bisschen aufteilt. Okay. Die haben immer noch keine Probleme. Was mit dir los, was du das Pflanzen sehen? Ach, ich möchte Dekorationen sehen. Okay, gut. Hier. Weil ich den Weg schon mal sehr ohne Dekoration gelassen. Sorry. Wenn die noch mehr Beobachtungsstellen haben wollen, kann ich den gerne geben. Hier. Auf die Seite und drüben genau so. Bin total ganz schnell bewegt er sich. Hier könnte ich natürlich eine gute Aussichtsbeobachtung. Was ist mit dir los? Einen weicheren Boden soll ich euch hier bringen. Bist du nicht noch über. Mit dir los. Welche komischen Hügel immer noch? Hab alles gemacht, damit hier keine komischen Hügel mehr sind. Gut, geht das auch so und dann macht man hier halt ein bisschen entspannter. So, hier besser so. Alter, jetzt so wählerisch. So, bitte. Ich mache jetzt hier alles ganz kurz, damit wir keine komischen Hügel mich nerven können. Wie machen die das die ganze Zeit? Einfach ganz kurz. Ganz kurz, geht mal hier in die Ecke. Weiter und so. Dann machen wir das mal so. Verdammt. So, okay, machen wir das so. Dass ich hier genau. Du kommst rüber. Perfekt! Und verkaufen wir die ganzen Sachen hier. Dann können sie sich nicht mehr richtig beschweren wegen irgendwelchen komischen Wegen.
So, ich packe schnell den Zaun weg. Weil der Zaun ist ja irgendwie, schlecht gesetzt oder so. Dass sie da die ganze Zeit rüberspringen können. Die dürften sie ja gar nicht mehr rüberspringen können. Oh, was ist denn hier passiert? Bin ich von ein bisschen ausgeschweift. Ich pack das jetzt mal so. Zack. Zack. Die einzelnen Stücke sind schon ein bisschen doll nervig. Genau, perfekt. Und dann machen wir das mit dem Tool. Erstmal mit dem Tool hier lang, Es ist so gut, wenn ich euch das so mache. Ja, das ist wahrscheinlich schlecht. Ja, ups. So, nochmal ganz gut wieder runter. Ob wir keine Probleme damit haben. Das könnte er im ganzen Gang hier alleine haben. Welchen Größe? Jetzt dürfte ich euch eigentlich nicht mehr beschweren. Was ist los? Okay, du bist durstig. Gut. Dann machen wir ganz kurz ein ganz kleines Wasserloch. Ganz klein. Und packen dann eine kleine Pumpe rein. Okay, es geht weiter. Brauchen wir alle Aussicht zu beobachten? Das ist so verrückt. Dann kommen sie nicht auf die Idee, dass sie bitte ein bisschen weitergehen. Weil ich ja so ein toller Parkführer bin. Mach ich erstmal so. Feldhase ist richtig. Was ist mit dir los? Ich muss mal kurz nachschauen, wie schlimm es mit den Hasen jetzt schon ist. Erstmal hier ist alles gut. Ist also sehr erschöpft. Bei euch ist alles gut. Was ist bei euch los? Oh, ich hab das Wasser vergessen. So, das Wasser rein. Das Pflanzen, oder? Hier gibt es nichts zu trinken. Okay, gut, wie du meinst. So. Hier ist nichts zu, da ist nichts was zu trinken. Schau mal. So, sonst geht's gut. Was bei euch los? Ich sehe gerade, bisschen größeres. Wie, jetzt wollen wir irgendwie klar, es ist jetzt so wenig Platz zu gehen, muss man sagen. Bei euch geht's gut, was ist mit dir los? Können wir es ausprobieren? Ihr habt euch schon zu krass vermehrt? Nein, euch geht's noch gut. Ihr mögt halt keinen Regen. Niemand mag hier Regen. Gut, ist mir jetzt auch egal, wer das Wetter nicht gefällt. Was ist mit dir los? Auch Wetter. Okay. Was ist mit euch los? Nein, abbrechen. Schon mal. Okay, was fehlt mir denn dann noch? Säbelzahntiger, Komodo-Warane und Leguane. Da kann ich den Weg noch lang führen. Ja, also einmal um den Berg kann ich aber. Hier muss ich jedenfalls die Forschungsstation hinbauen. Sagen wir, ich will gehen hier lang. Sick. Dann gehen wir
Rüstung. Machen wir einen großen Kreis. Wir trennen diesen Kreis erstmal hier ein bisschen von der Außenwelt. Damit niemand auf die Idee kommt, hierher zu, hier hereinzukommen und sagen, oh, das ist ja nicht, das ist ja scheiße. So, ich muss den Weg gleich nochmal ein bisschen dicker machen. So. Dann kommen hier die Warane hin, die großen. Oder sind die überhaupt groß? Bin mir nicht sicher. Kurz gesagt, das hier wird nicht die ganz letzte Mission sein. Also, es wird jetzt eine Mission von dem normalen Spiel. Aber ich habe ja noch die Erweiterung. Ich habe mir gleich noch die Erweiterung, wenn ich mit dem Spiel, wenn ich mit der Mission durch bin. Hol ich mir noch die Erweiterung und dann gibt es noch um die 20 neue Missionen. Freue ich mich voll drauf. Also auch nicht Ironie. Ich würde mich darauf freuen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Was wollt ihr? Früchte essen, Grünfutter, mir ist aber zu weich. Okay, ihr greift euch gegenseitig an. Da muss ich ganz kurz einschreiten. So. Einmal in der Mitte durch. Genau, perfekt. Jetzt seid ihr hoffentlich geschützt, ihr kleinen Komodo-Varane. Das geht ja so. Kommt ihr eure Früchte? Früchte hier. So, das gefällt mir hier gerade recht nicht. So. Ein bisschen runter. So, hier. Was fehlt euch denn noch? Mir geht's prima. Boden ist zu weich. Boden ist zu weich, ne? Okay, dann nehme ich Torf. Torf hilft immer. Weißt du nicht, was Torf ist, aber Torf hilft immer. Der Boden ist durch doch nicht immer noch zu weich. Also waren die so ein Teil. Sehr gut. Okay, so gefällt's denn. Boden ist aber zu weich. Ist der besser? Boden ist immer noch zu weich, also wollt ihr einen harten Boden hier. Richtig? Okay. Wir wollen noch Grünfutter haben. Damit die ein bisschen auseinander gehen, mache ich das so. Und das Horses-Gehege, wo die Horses drin sind. Das geht ja noch, das ist ja noch halbwegs okay. Naja. Sind ja ein bisschen auseinander. Ich liebe das, fällt mir gerade auf. Bei den Hasen ist noch alles okay, ja. Die Tiere bleiben da drin hängen, gefällt mir auf. Euch geht's gut, was ist mit euch los? Euch geht's auch gut, ja. Hier drüben ist auch alles gut, oder? Ja, super. Euch los. Ich will klettern. Ich kann euch gleich angeben. Hier, hier. So.
So, euch geht's da drüben gut. Hat er bekommt Jung. Willst du auch klettern? So, dann werde ich jetzt mal erstmal den Weg noch ein bisschen dicker machen. Die Feldhasen bumsen wieder herum. Ich merke schon. So, jetzt mache ich hier noch ein bisschen dicker den Weg. Der ist viel zu dünn noch. So, und das Geld habe ich ja dazu. Okay, gut. Hier drüben ist ja... Okay. Dann bauen wir hier einen Souvenirshop hin. Fotos. Toiletten. Einen Geldautomaten. Ein Aussichtsturm. Getränke. Essen, Eis und noch mehr Getränke. Weil ich mir sicher bin, dass die Leute zu dumm dafür sind. Und dann baue ich mir hier mein erstes Pflanzenhaus hin. Was kann ich denn noch bauen? Vorne kann ich doch bestimmt noch irgendwo ein Insektenhaus bauen, oder? Nee, gar keinen Platz mehr. Gut. Das Insektenhaus packe ich dann auch hier hin, weil hier sind ja. Das sind ja so Insektenfresser hier. Okay. Das Geld geht uns aus. Interessant. So, was gibt's denn noch Schönes? Was ist los? Was ich machen könnte, wäre vielleicht... Ist alles zu, oder? Ja, alles zu. Ich denen irgendwas geben für den Unterstoff. Ist sowas gut für die? Naja, ich glaube eher nicht. Geht hier los. Ihr meckert mich immer hier drüben, dürft meckern langsam. So verrückt. Der Boden ist euch zu weich. Wie hat man den vielleicht sehr lange ausgehalten? Okay, hier drüben sind die Affen nochmal, wieder mal. Die Hasen, so viele von euch, oder? War zu wenig Platz im Gehege. Weißt du was, dann nehme ich das hier und gehe hier außen lang, hier rüber, mache so, beziehungsweise ein bisschen kleiner, so, genau. Jetzt habt ihr ein bisschen mehr Platz, dann packe ich euch hier drüben noch alles, was ihr haben wollt. Sowas hier, dann Futter und noch ein Unterstopf braucht ihr bestimmt auch noch, oder? Hier sowas. Ah, Steine braucht ihr auch noch. Steine. Das ist die Galapagos-Schildkröten laufen so aus dem Ruder. Geh los. Boah,
Entschuldigung. Wie seid ihr da? Wie kommen die ganze Zeit überall hin? Das ist total komisch. Jetzt hat die überfüllt, richtig? Okay. Wie gehe ich dem ganzen Problem aus dem Weg? Hm. Darüber kann ich ja nicht bauen. Darüber auch nicht. Ich muss die da wirklich jetzt rausnehmen. Gut, dann machen wir ein zweites Gehege für die Viecher. Das soll nicht für die Viecher, sondern für die Galapagos-Schildkröten. Was ein bisschen größer ist. Hier lang. So. Wohin geht's denn weiter? Okay. Gut. Dann erstmal wieder einen großen Weg, also ein großes großes Stück hier runter. War nicht geplant. Okay, danke schön fürs Zuschauen und so, sorry. Vielleicht ich weiß, dass manche Leute nervt das, dass ich hier immer viel zu schnell danke schön fürs Zuschauen bla 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 sage. Wenn mir gerade auffällt, dass die Zeit ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Ich glaube, ich lasse die Tiere ganz fest umziehen. Von dem Gehege da hinten jetzt hier rein. Das ist ja viel größer und die haben hier viel mehr Platz und sowas. Okay, das mache ich, wenn ich in der Aufnahmepause. Gut, dann bis zum nächsten Part. Ciao, danke schön fürs Zuschauen und bye.